Was geht ab, meine Seefighter, Ozer hier und heute im Banner-Preview zu Future Gohan, denn auf der globalen Seite wird Future Gohan morgen schon erscheinen, am 12.12. 37 unsere Zeit, sofern keine Erwartung oder ähnliches hinzukommt, aber dementsprechend gucken wir uns gleich alle Informationen zu Future Gohan selbst an, zu seiner Kategorie und dann auch zu seinem Banner. Let's go, dann würde ich sagen, wir legen mal los. Und zwar, Freunde, sind das folgende Charaktere, die morgen hinzukommen werden. Sowohl C17 als auch C18 werden ihr Awakening bekommen durch die Medaillen von Future Gohan. Future Gohan wird droppen als neuer Dokkan-Fessel-Charakter. Und aber auch unser neuer Prime Battle LR Free-to-Play LR Trunks. Und Auswahl, Freunde, zu Free-to-Play LR Trunks habe ich schon ein Video gemacht, das könnt ihr euch gerne abchecken. Dann wisst ihr auf jeden Fall schon Bescheid zum Start, auf was ihr achten müsst, wie ihr den Free-to-Play LR Trunks bekommt. Er ist wie jeder andere Free-to-Play Prime Battle LR. Vom Prinzip her von den Stages gleich. Also schaut euch auf jeden Fall am besten das Video an. Den Link setze ich auch da in die Beschreibung. Und die ganzen Charaktere werden eben morgen erscheinen. Dementsprechend, Freunde, gehen wir mal rüber zu Future Gohan. Future Gohan. Super Saiyan Gohan Future. Ist vom Physischteil, Freunde. So sieht er aus, wenn er als SSR-Charakter droppt. Wir gucken uns natürlich gleich an, was hat er drauf, wenn man ihn awaked. 77 neue Dokkan-Event-Medaillen von seinem Dokkan-Event brauchen wir, um ihn zu awaken. Falls ihr euch ja fragt, wie sein Dokkan-Event aussieht, zu ihm habe ich auch sicherlich schon ein Video gemacht, könnt ihr euch gerne vorab abchecken, aber das werden dann natürlich auch die Tage dann bewältigen als Video. Alright, super physisch Future Gohan, Level 120, Kost 58, er ist der Leader der Future Saga Kategorie. Die Future Saga Kategorie schauen wir uns im Anschluss gleich etwas auf jeden Fall näher an. Dazu gibt es auf jeden Fall ein bisschen was zu sagen, denn er ist ja quasi der neueste Kategorie dieser Kategorie. Diesen gibt der Key Plus 3 auf die HP 130% und auf den Angriff und auf die Verteidigung 170%. Mit seiner Super Attack erhöht er seinen Angriff und die Verteidigung für eine Runde und macht immense Damage. Die Passive sieht folgendermaßen aus: Er hat konstant immer 100% auf seinen Angriff und erhöht seine Verteidigung auf bis zu 100%, je weniger HP er hat. Also je weniger Leben wir haben, desto mehr Verteidigung bekommen wir. Das Maximum sind 100%. Zudem bekommt er jedes Mal, wenn er in die Runde erscheint, at start of every turn, bekommt er 10% Damage Reduction. Also jeden Schaden, den er bekommt, auf den bekommt er minus 10% durch seine Damage Reduction. Und das Maximum hierbei ist 50%. Heißt im Endeffekt quasi, wenn alles gut läuft, hat der Boy 100% immer so Angriff, 100% Verteidigung. Und dann fünfte Runde, wenn die fünfte Runde vorbei ist, 50% Damage Reduction. Warum? Warum? Okay, eine Sache verstehe ich. Sie haben ihn so gemacht wie im Anime. Da war er wirklich standhaft, da wurde er über Zeit im Kampf stärker und vor allem tankier. Der hat nämlich sehr viel ausgehalten. Das müssen wir schon ehrlich sein, da müssen wir uns wirklich ehrlich sein. Und das haben sie quasi mit seiner Passive machen wollen. Das verstehe ich, dass er quasi je weniger Leben er hat, desto mehr Verteidigung bekommt er. Und immer, je länger der Kampf geht, desto mehr Damage Reduction bekommt er. Maximus wieder 5%. Aber dennoch die Frage, warum? Das ist ein Dokkan-Festival-Charakter. Ein Dokkan-Festival-Charakter. Viele Nicht-Dokkan-Festival-Charakter kommen schon mit 100% Angriff von Verteidigung, Freunde. Zum Beispiel spontan, der mir einfällt, Rage Vegeta. Der sollte 100% Angriff und Verteidigung haben, wenn mich alles täuscht. Und der muss halt, der braucht erstmal weniger HP, um mehr Verteidigung zu bekommen. Maximum sind dann 100%. Und dann, jede Runde, die anfängt, bekommt er noch Damage Reduction. So warum? Warum geht man nicht von vorne weg? Also das ist zu viel. Wäre eines von beiden vorne weg, sei es direkt 100% Verteidigung oder direkt 50% Damage Reduction, damit könnte ich leben. Oder wenn quasi das hier höher ist, dass er pro Runde mehr Boost bekommt auf die Damage Reduction. Weil guck mal, Super 17 hat vorneweg instant direkt 40% Damage Reduction immer. Bei ihm muss man seinen Angriff aufbauen. Das ist mit das zwei Sachen, die man aufbauen muss, ist mir zu viel, um ehrlich zu sagen. Und im Umkehrschluss dafür hat er nur 100% auf den Angriff. Dieser Boy, um ehrlich zu sein, ist quasi nur da, um zu tanken, Freunde. Er ist ein defensiver Charakter. Wenn wir das so zusammenfassen können, ist Future Gohan wirklich ein defensiver Charakter. Und das macht er dann solide. Deffen kann er auf jeden Fall. In Sachen Offensive, es geht. Er macht guten Schaden, aber als Dokkan X Charakter hätte ich mir da mehr gewünscht, um ehrlich zu sein. Naja, Linkskill Golden Warrior Island in the Family, Super Saiyan Experience Fighters, das ist mein Future Prepare for FPS Battle. Sein Linkskill Setup ist gar nicht mal so schlecht, jedoch ist auch mehr auf Tankiness aufgelegt. Ja, All in the Family haben nicht viele. Das sind 50% auf die Verteidigung. Da hätte ich mir vielleicht mehr was gewünscht, was auf den Angriff geht. Experience Fighter, das ist nice. Kann man mitnehmen, Prepare for Battle. Habe aber auch nicht so viel in seiner Kategorie oder in den Teams, in denen man ihn spielt. Naja, Kategorie ist ein Hybrid Saints und Future Saga, Freunde. Die Kategorie bei ihm gucken wir uns gleich an.
Genau, und sein Angriff und die Verteidigung raise SA Multiplier und Death. Ja, SA Multiplier und Death bei 30% für eine Runde, genau. Also das ist 30%, das ist ein 30% Multiplier für eine Runde. So viel zu Future Gohan erstmal. Wir gucken gleich seinen Charakter an. Wie gesagt, Trunks Future, das ist der Free-to-Play-Charakter. Er wird ein Free-to-Play-Future-Saga-Kategorie-Leader auf dem LR-Status gibt, der Keyplus 3 HP hat ungefähr 70%. Wir gucken uns gleich in der LR-Status an. Er hat auch eine farmbare SA. Ja, was heißt farmbare SA? Im Endeffekt ist ein Prime Battle LR. Also ihr farmt seine SA aus Stage 1 natürlich Logo. Beziehungsweise dann nicht bei ihm. War das auch bei ihm auf Stage 1? Lass mich ganz kurz mal reingucken, bevor ich euch Käse erzähle, Freunde. Und zwar, wenn wir mal auf die Stage gehen, da sehen wir dann nämlich, wo was droppt. Genau, ja, siehst du. Auf Stage 1 droppt Trunks und seine Rate ist 50-50. Also zu 50% droppt Trunks oder diese goldene Kapsel. Heißt, auf Stage 1 erfarmt ihr euch den Trunks im Endeffekt, bringt ihn auf SA 10. Ihr wisst, wie das Ganze läuft. Dann holt ihr die Medaille aus Stage 2, um ihn zu awaken. Und letztendlich 777 aus Stage 3, um ihn auf den LR-Status zu bringen. Und ja, falls ihr quasi das komplett Free-to-Play machen wollt, braucht natürlich dann das alles doppelt, so sage ich mal. Ne? Dann braucht ihr zwei Charaktere auf SA 10, müsst beide auf LR-Status bringen, einen als Trainingspartner benutzen für den LR und dann könnt ihr den quasi von SA 10 auf 20 bringen. Aber ansonsten empfehle ich natürlich jeden vorneweg, so Minimum Basis, holt euch 14 Stück von den Trunks, benutzt quasi 9 oder 10 Stück für die SA, damit ihr einen auf SA 10 habt und mit einem öffnet ihr die Dupes mit den restlichen 4, dann habt ihr einen auf SA 10 und 4 Dupes offen. Ob ihr dann quasi euch noch einen holen wollt oder ob ihr da Kais reinsteckt auf dem LR-Status, ist euch selbst überlassen. Jedenfalls 15 Medaillen, um ihn zu awaken. Genau das, dann sieht er so aus, ist ready to go, sieht seine Jacke aus, aber dann brauchen wir hier 777 Medaillen, um ihn ans auf den LR-Status zu bringen. Im LR-Status, wie gesagt, Future Saga Katrin-Leader, Key plus 3 HP, Attack 70%, macht Colossal Damage mit der ersten Ulti, Great Erase seinen Angriff, also ja, Great Erase Attack für eine Runde, macht Mega Colossal Damage mit der Ultra Super Attack. Er hat als Start-Off dann immer 2500 auf den Angriff, bekommt aber, wenn er gegen 2 oder mehr Gegner kämpft, Key plus 8 und auf den Angriff um die Verteidigung 20.000. Der ist wirklich ein guter Charakter für Super Battle Road, Freunde. Sollte man nicht unterschätzen. Falls ihr da Probleme habt mit Your Retain Super Battle Road zum Beispiel, könnt ihr ihn auf jeden Fall nutzen. Links in den Messenger from the Future, Super Saiyan Code Judgment, Royal Lineage, Dismal Future, Shattering Limit, Legendary Power und er ist in den Kategorien Retain, Future Saga und Time Travelers. Genau, dann machen wir weiter. C18 bekommt die Awakening, wie gesagt, mit 21 Token mit einem vom Future Gohan, 3 von dem Story Event. Was ändert sich bei ihr? Gucken wir uns mal ganz kurz einfach nur die Passive an. Attack und 70%, Change Physisch Key in AGL Key und tut dann noch zusätzlich In Key in Physisch Key ändern, wenn die HP 70% oder drunter sind. Ähnlich funktioniert dieser Boy hier, C17, nämlich folgendermaßen: 21 Dokument Medaillen braucht ihr für ihn auch und 3 von dem Story Event. Ich gehe stark davon aus, dass das Story Event dann auch online kommt mit dem Erscheinen von Future Gohan etc. Bei ihm, was ändert sich quasi? Also Supreme Damage Raise Attack für 3 Runden, C18 Must Death, dass sie ihre Verteidigung erhöht. Für 3 Runden bei ihm ist es der Angriff, aber ähnlich mit dem Orb-Changing. Attack und F70%. Das finde ich gut, dass den Orb-Changer Attack und F70% geben. Das macht schon was aus. Dann ändert er aber Tech-Key in Physisch-Key und wenn die HP 70% oder drunter sind, ändert er zusätzlich Strength-Key in AGL-Key. Also das sind 2 Orb-Changer auf jeden Fall. Kommen wir aber zur Future-Saga-Kategorie, Freunde. Die Future-Saga-Kategorie. Vom Boost her gar nicht mal so schlecht. Ja, 170% Angriff und Verteidigung. Folgende Charaktere sind in der Future Saga Kategorie. Ich lasse mal kurz ein bisschen runterscrollen. Aber ich bin ehrlich, die Future Saga Kategorie, die ist ein bisschen beschränkt. Das war es auch schon mit den UR-Charakteren, sage ich mal. Die ist ein bisschen beschränkt, Freunde. Ich hätte mir vom Leaders gewünscht, eben weil sie so beschränkt ist, dass sie noch einen zweiten Boost hätte. Zum Beispiel Future Saga Kategorie den und den Boost oder physische Charaktere noch Key plus 3, 90% zum Beispiel. Das hätte ich mir gewünscht. Ist leider nicht so, ist ein Minus für Future Gohan, muss ich ehrlich sagen. Denn viele Hauptcharaktere im Future Saga Team haben auch einen Hauptplatz in anderen Kategorie-Teams. Sei es in Potara, in Dream of Gods oder in der neuen Kategorie Time Travelers. Heißt, Freunde, die meisten Charaktere, die ihr bei Future Saga eh benutzt, sei es Vegito Blue, Rosé, LR Black. Das sind so die Stammkader, sag ich mal, auch in dieser Kategorie. Wir haben, wie gesagt, Vegito Blue, Rosés haben wir am Start, Strength Rose auch, genau. LR Black haben wir am Start, Goku Black, den neuen haben wir am Start. Und ansonsten, ja, LR Black und Zamasu, das ist so quasi das Stammkader. Die benutzt man eh, sei es in Potara, Realm of Gods und den neuen Kategorie Time Travelers. Aber, was will ich damit sagen? Wenn ihr diese Charaktere, wenn diese Charaktere bei euch schon in einer Kategorie vertreten sind, sei es Realm of Gods oder Potara, dann braucht ihr nicht unbedingt Future Gohan, damit er quasi den Leader Skill übernimmt. Heißt, wenn ihr Potara und Realm of Gods Team habt, braucht ihr nicht unbedingt Future Gohan und seine Future Saga Kategorie. Das
kleine Zusatz bei Future Saga Kategorie ist halt, dass LR Trunks hier drin ist. Aber LR Trunks ist halt auch in der Time Travelers Kategorie und nicht nur LR Trunks, Freunde. Die meisten der Future Saga Kategorie Charaktere, dazu gehört auch Vegito Blue, Rosé, sind auch in der neuen Kategorie auf JP natürlich, aber auf Global wird das auch kommen, in der Time Travelers Kategorie und viel, viel mehr. Also die Kategorie von Goku Black ist viel, viel besser als die von der Future Saga Kategorie. Ja, hier ist ein Future Gohan zum Beispiel nicht drin. Aber ganz ehrlich, Freunde, auf einen Future Gohan verzichte ich für einen Goku Black. Wisst ihr warum? Denn im Normalfall in der Future Saga Kategorie spielt man Doppel Future Gohan Lied. Heißt, 2 von 7 Plätzen im Team sind, ich will nicht sagen verschwendet, aber sind gedeckt von Future Gohan. Das macht was aus. Auf der anderen Seite, in Time Travelers, sind diese 2 von 7 Charaktere zweimal Goku Black. Goku Black hat einen viel, viel besseren Wert als ein Future Gohan. Allein von der Karte her, allein vom Niederskill. Denn er gibt zusätzlich, dass seine Kategorie größer ist als die von Future Gohan. Und viele Charaktere von der Future Gohan Kategorie auch enthalten sind. Noch mehr, aber viel, viel mehr, viel, viel mehr Vielfalt meiner Meinung nach. Gibt er dann trotzdem noch zusätzlich Extreme In Charakteren einen Boost. Deswegen, da muss ich auch ehrlich sein, Freunde, Future Gohan ist kein Muss, bei allem Respekt kein Muss. Wenn wir uns sein Banner ansehen, dann wird das sicherlich mehr oder weniger ähnlich aussehen. Könnte vielleicht sein, dass sie es auf Global etwas ändern, ich denke aber nicht. Und Freunde, behalten im Hinterkopf nach Future Gohan. Future Gohan ist jetzt quasi mehr oder weniger wirklich ein Filler-Banner, auch wenn es ein Dokkan-feste Banner ist. Future Gohan erscheint zwar, aber Future Gohan ist kein Christmas-Banner. Future Gohan wird zu einer Winter-Celebration erscheinen. Diese Winter-Celebration wird nicht allzu lange gehen. Und dann Winter, letztes Jahr war es genauso, das hatten wir besprochen gehabt. Ja. Letztes Jahr kam Super Saiyan 3 Gotenks zu dieser Zeit wie Future Gohan. Und boom, eine Woche drauf, am 21. kam Ultra Instinct Goku mit einem viel, viel besseren Banner, mit viel, viel besseren Discounts, Tickets und so fort. Deswegen, Freunde, behaltet im Hinterkopf. Ich denke, es wird ähnlich verlaufen wie letztes Jahr, dass dann am Christmas ein Christmas-Banner kommt und eine Christmas-Celebration. Weil das Banner von Future Gohan ist keine Christmas-Celebration. Da muss ich mir auch ehrlich sein. Da muss ich auch ehrlich zu euch sein. Das wird keine Christmas-Celebration sein, Freunde. Im Banner haben wir zwar Super Saiyan 3 Bardock, aber Super Saiyan 3 Bardock wird auch im Banner von Goku Black sein. Natürlich haben wir keine Garantie, dass das Banner dann von Goku Black genauso sein wird wie auf JP. Aber wenn nicht, dann sollte Super Saiyan 3 Bardock dann in einen anderen Banner kommen zuvor schon, weil sie ihn dann rausnehmen oder andersrum. Jedenfalls muss es nicht sein, nur wegen Super Saiyan 3 Bardock oder Tag Vegito Blue hier zusammen, Freunde. Wir haben normale Raids, alles schön und gut, Features, Charaktere. Die einzigen, die interessant sind, bin ich ehrlich, sind Tag Vegito Blue oder Super Saiyan 3 Bardock. Der ist nicht featured in jedem anderen Banner, die zwei ebenso. Der geht, es geht, der ist auch, ja, es geht, Freunde, schlecht ist er nicht, aber der ist mehr oder weniger so ein Orb-Changer für LR Gohan, um es einfach zu sagen, oder? Er ist nicht schlecht, aber es ist kein Muss, es ist kein Muss. So, aus diesem Banner wären vielleicht wirklich ein Muss Tech Vegito, was heißt nicht mal zu der Zeit ein Muss, aber interessant, Tech Vegito Blue und Super Saiyan 3 Bardock, aber auf die beiden kann ich darauf warten, dass die nächsten in irgendeinem nächsten Banner erscheinen. Heißt, ich würde ja eigentlich nicht reingehen, nur wegen Tech Vegito Blue und Super Saiyan 3 Bardock, Freunde. Zumal Tech Vegito Blue ist zwar ein Heroes Leader, aber seien wir uns ehrlich, wenn ihr irgendeinen Kategorie-Leader habt, dann nutzt diesen Kategorie-Leader. Ja, man nutzt kaum noch Heroes oder Villains Teams. Auch wenn die neuen Super Battle Stages hinzukamen, trotzdem müsst ihr nicht mit Super Teams da reingehen. Ihr könnt ja auch ein Kategorie-Team bauen, was nur aus Super Teams besteht, Super Charakteren besteht und Rainbow. Also man braucht wirklich nicht zwingend Vegito Blue als Leader. Vegito Blue als Charakter in einem Team ist eine andere Sache, weil Vegito Blue ist einer der besten Theo-Charaktere. Aber selbst dann würde ich sagen, war eben, weil wir wissen, dass der Film anfängt, Freunde, und das Content von Dokkan Battle sich um den Film drehen wird, tretet einen Schritt zurück, Freunde. Wartet noch eine Woche. Ich meine, das Future Gohan Banner wird ja nicht nur eine Woche online sein. Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, wenn ihr sagt, ja, Osel, du weißt doch gar nicht, dass alles erscheinen wird, das ist so reine Spekulation von dir, dann wartet trotzdem. Ja, das Banner von Future Gohan wird online kommen morgen, sollte 3 Wochen online sein, wie jedes andere Dokkan-Festival-Banner, dann wartet lieber. Wenn ihr mir nicht glaubt oder wenn ihr da nicht Zweifel habt, dann wartet lieber bis zur letzten Woche vor Ablauf des Future Gohans Banner, damit ihr wisst, okay, das und das kommt wirklich, bevor ihr gleich morgen all eure Stones verschwendet in den Banner, was nicht sein muss. Das muss echt nicht sein, hier zusammen, Freunde. Dementsprechend wäre es eigentlich auch alles zum Banner-Preview. Lasst mir auf jeden Fall wissen, was ihr davon haltet. Ich hoffe, ich konnte euch alles näher bringen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns wie immer das nächste Mal, Freunde. Danke fürs Einschalten. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.
I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.